Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Yoshi's Island und wir machen uns auf in Nebulus Schloss. Ist der letzte Gegner in Level 2. Ich muss mich gerade am Fuß kratzen, deswegen bin ich auf der Stelle gesprungen. Fällt mir natürlich just nach Anfang der Aufnahme ein. Aber das sieht aber schon interessant aus, das Level. Ups, da wäre ich schon fast runtergefallen. Ich frage mich, ob die ganz runter können. Aber ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht austesten. Boah. Können die ganz runter? Naja, wahrscheinlich nur, wenn ich drauf springe, ne? So. Dann ist nur die Frage, warum wackeln die überhaupt? You never know. Boah, mich juckt's jetzt wirklich am Fuß. Jetzt muss ich mich mal am Stuhl kratzen. Oh ja. Oh, so ist das geil. Oh, das tut gerade wirklich gut. Oh, das ist voll schwer, gleichzeitig zu spielen. Junge, ist der lahm. Egal, in der Zeit kann man sich kratzen, ne? So. Und wenig kommentieren, wie man sieht. Keine einzige rote Münze dafür. Oh. Das wollte ich mir jetzt nicht bieten lassen. Auf das Gelbe zu springen, das wäre bestimmt so voll schnell runtergefallen. Na, ich habe mir gedacht, komme ich da hoch? Geht doch. Siehst du, und dann habe ich das Problem, habe ich dann auch umgekehrt mit runtergehen. Nur dann macht das halt mehr aus. Nee. Okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang muss. Das Problem ist, wenn, dann habe ich gerade verkackt. Verkacktaritis hätte ich dann. Aber ich hoffe mal, dass das das Bonuslevel ist von der Musik her. Weil da sind so viele Münzen, die müsste ich noch alle einsammeln. Und wenn das jetzt der richtige Weg wäre, dann wäre das richtig ärgerlich. Oh, da sind wieder die Ah, so kann man den ausweichen, indem man einfach schneller fährt. Okay. Was zum Fick ist das jetzt? Wow. Are you fucking kidding me? Okay, dann machen wir einfach nochmal. Um die restlichen Dinger da zu bekommen. Das Ding ist, ich könnte da gleich bei dem Level rausstinksen, raussprengen, runterspringen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich's. Also normalerweise ist das locker machbar mit diesem Dings. Nee, so darunter. Sehr schön. Aha, okay. Und jetzt noch hoch und nach rechts. Okay, ich verstehe. Bringt. Ah ja, okay, dann hätte ich ja besser da oben, aber ist auch lang wie breit. Bringt nur normale Münzen. So, das Ding ist, ich kann da jetzt runterspringen. Nur ich kann nicht versprechen, dass ich das hier unendlich lang machen kann. Also man kann das schon, aber ich halt nicht, ne? Das müsst ihr euch immer in Gedanken halten. Boah, ich bin auch mental gerade gestorben. Okay, sehr schön. Das ist eigentlich sehr gut. So, und jetzt zu ihm. Na. So. Und hier nochmal hoch. So. Très bien. Man könnte jetzt noch. Ne. Machen wir mal so. Und hier hochspringen. Ich habe jetzt allerdings Angst, dass hier. Boah, Stacheln kommen. Und dann an denen stirbt man auch direkt. Deswegen sollte man die nicht provozieren. Wobei man sie kaputt schießen kann mit Eiern. Ach du Scheiße. Erstmal nach links. Zum Boss geht es meistens immer nach rechts. Wow. Okay. Machen wir das mal einfach. Was? Nur drei Stück? So viel dazu. Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Da haben die mich jetzt echt. Oh, schon wieder genasst. Oh, das ist assi. Easy.
Sehr schön, danke. Nein, das war dumm. Ich habe gedacht, wir reichen es noch eins weiter. Oh, Scheiße. Okay. Das Ding ist... Ich bin einfach zu gut für den Scheiß. So, noch einmal. Noch nicht mal. Sieh, ne? Ich hab gerade echt gedacht. Ich dachte gerade echt. Wer hätte gedacht, dass ich denken kann? Nein, ich dachte gerade echt, dass da ein Loch wäre und der Schlüssel da reingefallen wäre. Und ich wollte mich wirklich schon beschweren, weil ich... Das wäre echt... Das hätte ich in dem Fall nicht verhindern können. Hallo? Ja, eins esse ich noch. So, dann habe ich 5 Eier und einen Schlüssel gegeben. Zusammen 6. Ah, der Fußkratzen, der juckt zwar nicht mehr, aber es macht gerade so ein gutes Gefühl. Ich mache so ein ganz bisschen so nebenbei, ne? So nebenbei mache ich es. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt schon alles habe. Ich glaube nicht so viel, ne? Oh, doch 3 Blumen. Schon mal mehr Punkte als in den anderen Spielen. Leveln. Ich komme da nicht drunter. Okay. Was steht hier? Die Ziele. Das Ziel mit. Achso. Wow, danke für nix. Ja. Ah, da wären bestimmt Gegner rausgekommen. Damit ich das Ding da natürlich hochschießen kann. Logischerweise. Oh, ein Schlüssel. Nein. Egal, whatever. Da wird schon kein Secret sein. Aber ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass da eine Wolke oben rechts war. Sei es drum. Brauchen wir hier nicht. Da wäre auf keinen Fall eine Blume drin gewesen, sondern nur Sterne. Dann gehen wir erstmal nach unten. Beides könnte gefährlich sein. Okay, aber das sieht mir nach erfolgreicher aus. Die Tür, die wird ziemlich sicher dann nicht in irgendeinen Raum führen, wo ich nicht zurück rein kann. Es gibt ja so Türen, die sind nur von einer Seite begehbar. Das wäre halt ärgerlich, wenn da jetzt so ein Pflaster drauf ist. Aber ist es nicht. Sehr schön. Die hätten mir sogar Sterne gegeben. Das heißt, da kann ich mich an Sternen theoretisch hochfahren, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, Schaden kriegen sollte und keine Sterne mehr finde vom Endboss. Und dann muss ich den Endboss schaffen, ohne Sterne zu verlieren. Und ah. Der war gut, der Sprung. Komm. Wisst ihr, auf welche Spiele ich... Der war so schlecht. So richtig Bock habe. Super... Geiler Sprung von mir. Super Smash Bros. Würde ich so gerne mit Leuten anständig spielen und logischerweise auch gerne aufnehmen. Das Problem ist einfach nur... Oh, okay, da ist ein... Das Problem ist einfach nur, dass für den PC hat man einfach so einen schlechten Emulator, der auch die Netzwerkstabilität einfach nicht aufrechterhalten kann. So. Und. Ja. Mist. War jetzt nicht so clever. What? Das Ding ist, ich will ja auch noch mal nach unten wegen der Münzen. Oder waren das jetzt alle? Ich weiß es nicht. So. Ja, keine Ahnung. Wird schon passen. Was weiß ich. Oh nein.
Hat das jetzt einen Stern gekostet? Oh. Was? 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 Oh, wenn ihr den auch klaut. Ja. Oh, man kann die töten. Okay, warum gibt es jetzt hier so viele? Okay, 3 rote Münzen fehlen mir noch. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob sie hier mit... Okay, hier kann sie mit sein. Okay, noch eine. Dann ist nur die Frage, ob noch eine hier drin ist irgendwo. Okay, da ist der Schlüssel. Das ist nicht gut. Und tot. Er gibt leider keine... Fuck, ich habe gehofft, er gibt Sterne, weil da 3 Münzen rausgekommen sind. Dann ist hier wahrscheinlich noch eine rote Münze. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich Sterne, die wir nicht mehr kriegen. Vielleicht da oben, hier drin. Was ist das? Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir uns da das Ding nochmal klauen haben lassen. Ja, vielleicht, wenn jetzt nicht direkt der Boss kommt, weil er ja in einem Sternenkreis war, aber ansonsten. Oh. Me gusta mucho, macho, trebiano. Nein! Hä? Fuck. Fuck. Okay, das wird nichts. Dann gehen wir da rein. Vielleicht sind da noch mehr Sterne drin. Ich hab den Save Point nicht genommen. Das war richtig dumm. Wenn ich da jetzt sterbe. Ups, jetzt habe ich es nicht vorgelesen. Tut mir leid. Aber stimmt irgendwas wie... Schieß es nicht kaputt. Ich weiß nur nicht, ob der springt. Muss ich ihn treffen? Aber eigentlich müsste ich... Muss ich ihn schieben? Ja. What? Okay. Das Ding ist, ich wollte die einschlucken. Aber dann machen wir das mal so. Wenn er jetzt wieder spuckt... Dann könnten wir ihn fast runterkicken. Ne, okay, müssen wir noch einmal warten. Die Flammen dürfen mich natürlich nicht treffen. Irgendwie ist der Boss einfach. Okay, dann warten wir nochmal. Jetzt hätte ich halt gerne ein Ei, um ihn hier so zu kicken. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, ich will nicht mit runterfallen. So einfach geht's. Sehr schön. Wir haben 100 Punkte im letzten Level geholt. Ich habe doch gesagt, das nächste Mal wird es wieder besser. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das Dreier-Level, das Dreiergebiet war viel mit Dschungel und Sand und so und Wasser. Ist nicht unbedingt meins, aber... Da ist schon wieder ein roter Punkt, der dann mit der Sonnenblume zusammen kein Problem ist. Ah, fuck, noch 5 Punkte für 700. Whatever. Boom, 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 boom. Dann das, dann das. Ich glaube, es gibt noch 5 Level. Oder 6. Ba, 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 bam. Jetzt gehen wir doch bestimmt in dieses Wasserding, ne? Als nächstes. Ah! Ja, super. Auf der Karte wird ja schon angezeigt, wie viel es gibt. 6 Stück also. Machen wir uns auf in den Affenterror. Und kratzen unseren Fuß. Okay, warum ist das jetzt eigentlich gelb? Das hat, glaube ich, keinen tieferen Sinn, außer dass es besser zur Thematik passt. Aber, ja. Ich brauche was zum Schlucken. Okay, schon wieder. Das Problem ist, jetzt kriege ich den natürlich vom Anfang nicht, aber es ist nicht so schlimm. Hallo? Spast. Ach komm, als will er die Sterne nicht. Na, da habe ich ihn genatzt. Nein, habe ich nicht. Okay, warum laufen die genau weg? Das war gerade ultra sozial. Das war ein richtiger MLG-Wurf von dem. Okay, das Level ist jetzt nicht so sonderlich schwer bisher. Aber es ist auch wahrscheinlich eine Einführung in die Thematik, das muss man noch dazu sagen.
Diese Affen können einem schon gewaltig auf den Sack gehen. Und man kann denen die Melonen klauen. Die sind natürlich angebissen, das heißt, die sind weniger effektiv als eine ganze. Aber wenn ich den treffen würde. Was zum Fick passiert hier gerade genau? Okay. Halten wir das einfach mal so fest. Können die nicht schwimmen? Fuck, jetzt wollte ich's. Ach, was auch immer. Ich glaube, ich mache mir zu viele Gedanken über das Level hier. Ja. So. 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 Ich würde eigentlich gerne das... Danke. Schlucken. Hä? Ah, ich habe gerade... Das war gerade richtig tricky von denen gemacht. Das war wirklich... Ich glaube, das war auch Absicht, dass man da... Hallo? Danke. Auf das Ding springt und dann... Jetzt mache ich aber vorsichtig. Okay. Na. Ja, ich hasse... Kleine Sonnenblume. Ich glaube, es geht so ein bisschen auch ums Aiming. Hier mit der Melone, dass man das so ein bisschen beigebracht kriegt. So. Aber, wie man sieht, ich bin Gott. Gottes Sohn. Na. Komm, schmeiß es runter. Okay. Ja. Komm, machen wir in Ruhe. Was? So. Hä? Ist da was? Ah, ja. Als wird mir sowas nicht auffallen. Fuck the duck. Boah, Mongo, spring euch alle um, dich und deine ganze Familie für die Scheißaktion. Wenn mir jetzt ein oder zwei Sterne fallen wegen der Fehlen wegen der Scheiße. Das Einzige, was das Level ist, ist lang. Länger, als ich gedacht habe. Wow. So. Hä? What? Also entweder muss ich mich jetzt an den festhalten. Aber irgendwie... ich trau dem Ganzen nicht. Oh nein. Und da oben ist die Sonnenblume. Das ist so asozial. Das ist so asozial. Oh, man wird so richtig bestraft dafür, dass man versucht schnell zu reagieren und... Keine Ahnung. Boah, nein, oder? Boah, das ist ultra viel nochmal. Das ist wirklich ultra viel. Egal, wir wissen ja jetzt. Ne, ist glaube ich doch nicht so viel, oder? Wobei, das hier war alles. Boah, nee. Warum werde ich in Spielen immer fürs Mitdenken bestraft? Stop this. Ja, komm. Nein, dich will ich noch und dich. Und ich glaube, da war nicht mal was. Ja. Okay, jetzt müssen wir hier langsam aber sicher hoch. Ja. Ja, eigentlich wollte ich den schlucken. See you later. What? Okay. Ja. Aber so eine volle hält schon extrem viel länger als so eine angebissene von denen. Das ist so eine dumme Fick-Scheiße, Alter! Dann brauche ich die auch nicht runterschlucken, ganz im Ernst. Ich brauche die nicht schlucken, denn wenn das passiert, dann kann ich auch einfach durchlaufen.
So. Und selbst dann. Einfach mal hier durch. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht genug Sonnen. Sterne meine ich. Ich brauche genau 10 jetzt. Ja, ich weiß nicht, was das hier genau soll mit dieser Kette. Aber man kann es immer. So, das ist das letzte Mal, dass ich das Level jetzt mache. Ich hab schon auf das Level keinen Bock mehr. Für so eine Kinderficke, Alter. Ich gehe jetzt auch einfach nur noch durch. Und wenn Baby Mario nicht möchte, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich bin nicht eine Scheißmutter, nur weil ich einen Schwanz habe. Keine Ahnung mehr, welches hier die rote Münze war. Wahrscheinlich die. Habe ich jetzt alle roten oder was? Nein, 10 von 20. So. So. Ich weiß auch nicht. Ja, ist auch egal. Okay, da war noch eins. Gut, da ich mir das gemerkt habe. Boah, mir wird gerade richtig warm. So, so. So, tschüss. Alle schlucken. Hier. Als würde ich das nicht treffen. So. Und hier noch eine rote Münze. Ja gut, ich weiß nicht, ob hier eine rote Münze war. Wieder gucken. Ich glaube nicht. Ja. Ist nicht wahr. So. Machen wir das Step by Step. Wow, das war ein komischer Winkel. Ich habe natürlich verstanden. Natürlich. Aber... komm, schieß deinen Scheiß. So. Ups, den wollte ich eigentlich schlucken. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Alter, das Level war so einfach anfangs. So. Da ist auch wieder nichts, ne? Und ich weiß immer noch nicht, wofür das ist. Ich frage mich gerade, ob ich das jemals erfahren werde. Komm. Boah, er hat sich erst nicht umgedreht. So. Jetzt habe ich natürlich keine... Ich glaube, die klauen mein Baby Mario, ehrlich gesagt. Boah, dass ich mich da ducken konnte, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt kommt's Ziel, ne? War klar. Fickt euch. 100 Punkte ins Gesicht. Easy peasy. Mann, hat mich das gerade erzürnt. Aber das Spiel meint es gut mit uns. Mit mir. Es umwebt, umgarnt mich mit einem Bonusspiel. Na gut, du hast mich nochmal bekommen. Welches Bonus? Ah, kommt auch auf das Bonusspiel an. Wieder rubbeln, ne? Keine Ahnung. Will ich halt alleine in Ruhe machen. Glückskarte, das ist gut. Mene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 72. Bam. Ja, war mit das Beste, was ich kriegen kann. Ich weiß nicht, was diese Lupe bringt, ob die unsichtbare Dinger findet in dem Raum. Sonst der Pau oder dieses 10 Plus, aber war okay. Gut, dann beende ich die Aufnahme erstmal für heute.
Wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.